Liebe Ingersheimerinnen und Ingersheimer, herzlich willkommen im neuen Jahr 2022. Groß und klein ist Ingersheim, das ist unser Motto, das uns durch dieses Jahr geleiten soll im Jubiläumsjahr, 50 Jahre Zusammenschluss von Groß-Ingersheim und Klein-Ingersheim. Die Gemeinde ist in diesen vielen Jahrzehnten zusammengewachsen zu einem gemeinsamen Konstrukt. Und das ist das, was uns täglich hier in Ingersheim begleitet. Die Gemeinschaft zwischen Bürgerschaft, Verwaltung, Gemeinderat und allem, was darin sich abspielt. Ich bin wirklich dankbar und froh, Ihre Bürgermeisterin zu sein. Und ich wäre noch gern mehr in Kontakt mit Ihnen. Ich biete Einwohnersprechstunden an. Wir übertragen die Gemeinderatssitzungen auf YouTube live, damit Sie dabei sein können. Es gibt immer wieder Informationsveranstaltungen und auch Arbeitskreise. Doch das Zusammenkommen, Feiern, miteinander genießen, das konnten wir bislang miteinander noch nicht. Und ich bin sehr zuversichtlich und froh, wenn wir 2022 dies tun können. Der Neujahrsempfang in dem Fall findet nicht statt jetzt im Januar, doch ich glaube, dass ab April, Mai alles so kommen kann, wie wir uns das wünschen. Und lassen Sie uns gemeinsam diesen guten Weg gehen, den wir letztes Jahr miteinander eingeschlagen haben, im Gemeinderat, in der Verwaltung, mit allen Außenstellen und auch mit Ihnen in der Bürgerschaft. Ich spüre, die Menschen hier im Ort, die wollen auch miteinander was gestalten und auf den Weg bringen. Das ist genau das, was wir jetzt mit auch brauchen. Ich sage Danke an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, an unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, an alle, die ihren Beitrag hier im Ort an ihrer Stelle und überall dort, wo sie wirken wollen, beitragen. Ich bin stolz und dankbar, mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Lassen Sie uns im neuen Jahr genauso weitermachen. Ihre Simone Lehnert.